MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Willkommen zurück zu Agents of Mayhem. Wir wollten uns hier den beiden Lieferungen zu widmen. Habe ich die jetzt markiert? Ja, habe ich. Das bringt ja auch EPs, sind ja Nebenmissionen, die ich ganz gerne auch so machen möchte, wenn sie in der Nähe sind. So zusätzlich zu den Hauptmissionen. Denn es gibt hier so viel zu entdecken und ich fände es schade, wenn wir das wirklich nur... Oh ja, tolle Musik, die du da hörst. Glory, keep me covered. Wäre blöd, wenn wir ja nur Hauptmission machen, wenn es hier doch so viel nebenbei zu entdecken gibt. I call this the weaponized mail delivery service, or WMDS for short. Drive as fast as you can to your target, then at the last moment, you jump out. Boom! Why don't you give it a try? It's certain to draw some attention. Also, die habe ich denn nochmal Nitro ausgelöst. Weiß das noch einer? Ah ja, jetzt... Hier, das war auch so ein Bereich von den Folgen, wo ich echte Framerate-Einbrüche dann hatte. Das dürfte sich jetzt aber... Ja, sollte sich erledigt haben. Das gab's in Saints Row 3 auch schon. So Rennen fahren von Punkt zu Punkt. Beziehungsweise mit den Checkpoints in der Mitte. Was heißt in der Mitte? Also auf der Strecke. Ihr wisst, was ich meine, ne? Uah! Was? Ach, shit. Ja, super. Man sollte vielleicht auch gucken, wo man lang fährt. Boah! Okay, das Auto stellt sich von selbst wieder auf. Das begrüße ich durchaus. Oh, wie geil. Oh, das macht so... Das ist so funny hier. Alter. Ah, okay. Also es geht tatsächlich auf Zeit. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo die Zeit abläuft. Aber das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Ach, da oben. Ja, okay. Ja, da müssen wir natürlich ein bisschen darauf achten, dass wir so die Zeit einhalten. Da nicht zu viel Zeit verlieren. Sollten wir aber hinbekommen. Es macht halt einfach ultra viel Spaß. Ich sollte nicht immer so auf OBS gucken. Ja, Mann. Und heizen!
Boah, wenn du da nicht hochkommst, hast du aber... Oh. Na komm. Komm schon. Ich glaube, oben der Balken, der abläuft, das ist, wie viel Strecke wir noch haben. Kann das sein? Weil zeitlich... Nö, irgendwie auch nicht. Ja. Rennen abgeschlossen. Ach, die Lieferung... Okay. Sie haben ein Fahrzeugskin freigeschaltet. Holen Sie ihn in der Garage ab. Aha. Kann man den nehmen? Kann ich den benutzen? Nee, aber den kann ich zerstören. What the hell? Ja, wie geil ist das denn bitte? Ah, das sind jetzt auch Rennen. Ja, genau, das sind auch Rennen. Was haben wir hier? Haben wir noch einen Entdeckungslauf? Ja, komm, immer noch einen Entdeckungslauf. Wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir dann auch, ja, ich sollte es vielleicht mal auf ganz lautlos machen. Mache ich dann auch in der nächsten Folge. Aber in der nächsten Folge gucken wir dann auch... machen wir dann mit der Hauptmission auch weiter. Ja. Alter, ist die Kiste... Oh Gott, ist das... Ja, oh, ist das Ding langsam. Gibt's auch was Schnelleres? Wie geil. Du brauchst den nur einmal zu rammen und dann, ja. Also du brauchst den nur einmal zu rammen und dann hat sich das erledigt mit dem, oder was? Naja, gut. So, ein Entdeckungslauf. Wie funktioniert das denn? Ich werde es bestimmt rausfinden. Es hat bestimmt irgendwas mit einem Parcours oder so zu tun. Ich muss da runter. Nee, nicht da hoch, da runter. War schon richtig. Den Deckungslauf starten, dadurch wird der aktuelle Einsatz beendet. Check this out. Instead of using our satellites to find Legion activity, I challenge you to find some with, like, your own eyes. I'm calling it Recon Run. What do you say? Ah, wir sind jetzt so übertaktet. Kann das sein? Ja, sind wir. Das geht natürlich auch. Ja, sicher geht das auf Zeit. Wie komme ich nur drauf, dass das nicht so ist? Oh, naja. Gut, das ist jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Ich finde das gar nicht so spektakulär mit dem... Hab irgendwie... Ja, super. Finde ich nicht so spektakulär, sage ich, ne? Und dann rausche ich hier ab, oder was? Ja, und... Ach Gott. Okay, so sollte das, glaube ich, gar nicht sein. Hollywood, I wanted to ask. Quarter mile, your cars drive like a dream. Wie komme ich denn da hoch jetzt? I feel like McQueen. Grazie, Hollywood. I am deeply touched by your sentiment. And you know what would be awesome? If every Mayhem vehicle had a pair of truck nuts hanging off the back. Truck nuts? Like testicles for automobiles? That's what I'm talking about. So my angels are not virile enough for you. You need to enhance them with novelty genitalia. Nee. That'd be cool, right?
Ja, komm, machen wir nochmal neu. What the... Hä? Wie soll... Wie hätte ich denn da hochkommen sollen, bitte? Ich kann doch nicht... Ja, hilft nicht. Aber ich kann doch nicht... Ich kann doch nicht fliegen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das nicht so... Ja, nicht so ganz... Ah! Alles klar. Ich kann mich so ein bisschen... rüber... ziehen wahrscheinlich. Oder halbwegs porten, keine Ahnung. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Okay, hoffentlich klappt das jetzt auch. Nein! Ach, das ist doch... Das ist doch gar nicht machbar. Doch, wahrscheinlich. Komm, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß! Ja, nee. Schaff mal wieder nicht. Ach, Mann! Einmal noch. Kann man denn den Helden wechseln? Oder ist das jetzt... Nee, ich kann den Helden nicht wechseln. Ich muss das jetzt mit ihr machen. Wir machen das nochmal. Die Idee war ja nicht doof, die ich da hatte, ne? Das klappt ja schon irgendwie so. Aber das ist schon doof gemacht. Also da wäre eine Erklärung wäre da ganz cool eigentlich. Wie das denn so richtig vonstatten geht. Weil ich kann das halt auch nicht so oft hintereinander machen, wie ich das gerne machen würde. Das ist... Jetzt habe ich hier die Orientierung verloren. Na, das ist halt so ein bisschen mein Problem, dass ich das gar nicht so oft hintereinander machen kann, wie ich das gerne machen möchte. Nee, das kann auf keinen Fall richtig sein hier. Das kann auf keinen Fall so stimmen. Ja, nee, klappt nicht. Okay. Kann ich... Team... Ich denn da was verbessern? Okay, machen wir das. Okay, das betrifft aber jetzt Agentenfähigkeiten ansehen. Sport. Der Agent kann mit kurzen, schnellen Bewegungen über das Schlachtfeld sporten. Ja, das wissen wir ja. Der Agent besitzt die Fähigkeit, mitten im Sprung zu spurten. Ja, aber da hätte ich ja eine... Ja, ne, ja.
Okay. Wie ist das denn hier? Was kann er denn? Der Agent kann mit kurzen Schemmeln. Ja, das ist klar. Der Agent besitzt die Fähigkeit, mitten im Sprung zu spuchten. Auch? Ja, super. Ich gebe jetzt da einfach mal bei allen auch 2 Punkte. Der kann doch auch irgendwas, ne? Der Agent kann die Wand hochklettern, als wäre ein... Ja, das wäre vielleicht ein bisschen hilfreicher gewesen. Alles klar. Gadgets. Die Knallharpune. Wirft eine Harpune auf das aktuelle Ziel. Dieses wird gelähmt und vor den aktiven Agenten teleportiert. Das lassen wir mal drin, das ist ganz praktisch vielleicht. Verbesserung, dann kriegst du da auch 2. Und ja. Legion Technology. Kann ich hier noch nicht entwickeln? Kann ich noch nicht entwickeln? Da fehlen mir noch Zeug. Also da müssen wir ein bisschen sammeln. Hier ist ja alles so, was wir nebenbei so alles kriegen. Ist klar. Ja, hat irgendwie summa summarum nicht so gut funktioniert. Bist du bekloppt? Was habe ich denn da ausgelöst? Ich weiß es gar nicht. Ich glühe. Ja gut, hätte ich vielleicht eben mal gucken sollen, was das auslöst. Ja, jetzt bin ich overpowered. Alles klar. Ihr seht auch, dass da hinten was rollt, ne? Ja, mit Solarzellen. Was ich hier lustig finde, ja, die machen die Autos, die schlagen keine Scheiben ein, so wie bei GTA oder so, sondern, die teleportieren sich da ganz liebevoll rein. Warum jetzt der Controller immer wieder ausgeht zwischendrin, verstehe ich auch noch nicht so ganz. Ja, komm, weil das Rennen jetzt blöd war. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Mayhem-Lieferung starten. Ja, komm, machen wir. Eine 3? Ja, alles klar. Komm, wir machen jetzt noch das Rennen hier. Ey, nein! Muss da echt aufpassen, der Controller neigt dazu, sich abzuschalten. Es wird Zeit, dass ich mir einen neuen kaufe. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir sehen das ja immer in den GTA-Streams. Da ist es ja auch nur noch ein heilloses Gemotze. Weil der Controller nicht so will, wie ich will. Und es nervt halt tierisch, ne? Jetzt wieder. Alter! Was ist denn da los? Versaubeutel mir das jetzt hier nicht. Es sind sogar frische Batterien drin, also an denen kann es eigentlich nicht liegen. Oh, was denn jetzt? Komm, wir sind kurz vorm Ziel. Immer wenn ich irgendwas ramme und dann ist das... Wow. Ah, das ist für die Waffe. Ach, das ist die Kugel. Ah, gecheckt.
jetzt weiß ich auch, was da rollt. So, jetzt können wir das Zeug hier noch einsammeln, den Kramskrims. Alles abgeräumt, wa? Ach, und dann kommt hier, Aventura Policia oder was? Alles klar. Machen wir hier noch ein bisschen Ärger. Yeah, Disco-Drohne. Also ihr seht, man muss ein bisschen Ärger machen, um halt auch die Teile im Inventar dann zu bekommen irgendwann, ne? Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, dass wir ein bisschen Ärger machen müssen. Warp, warp. Mayhem bereit. Kann ich die benutzen? Nee, irgendwie nicht, ne? Nö, kann ich nicht benutzen. Was ich aber jetzt schöner fände, ich würde gerne vom Feind irgendwie mal wegkommen. Das, damit sich mein mein Verhandlungslevel etwas senkt. Ach, guck an, das geht auch tatsächlich, aha. Alter. Es geht tatsächlich runter, wenn man sich versteckt. Ich habe jetzt nur... Ja, ein bisschen blöd, dass das mit dem Verstecken nicht so geklappt hat, ne? Aber es bringt halt auch dick EP, ne? Besonders hier, die Brocken. Der hat mich gekillt! Ey, da machst du einen Schuss. So, aber ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle. Ich versuche mich aber gerade irgendwo irgendwie zu verstecken. Ne, wir machen das einfacher. Wir kehren zum Ark zurück. Genau. My colleagues find me humorless, but I like a good joke as much as the next guy. Ah, guck mal, ein Inder. How many hell troopers does it take to fill a graveyard? Genau. All of them. Ja, hat du gut gemacht. Das war der 1-1-Mann von Agent of Mayhem, ne? Punjit oder so. So, wir sind zurück im Ark und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Bis dahin. Tschüss.